Hier an dieser Stelle, hier wo ich gerade sitze, soll ein großer Spielbereich für meinen Sohn entstehen mit einem Klettergerüst, für das ich nahezu nichts bezahlen möchte. Ob mir das gelingt, wo ich das Holz herbekomme, wie ich das Ganze baue, darum soll es sich jetzt in diesem Video gehen und somit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Selbstgemacht, aber wie. Die letzten Wochen waren sehr, sehr arbeitsreich, denn ich habe hier diesen gesamten Bereich meines Gartens abgetragen und ja, jede Menge Erde rausgeschafft. Es waren knapp 30 Kubikmeter. Das ist einmal dieser Bereich, den ihr hier seht. Da vorne gibt es aber auch noch eine Terrasse und eine große Fläche, wo noch ein Gartenhaus entsteht. Demnach wisst ihr schon, was als nächstes Video kommen wird. Konzentrieren wir uns aber erstmal auf diesen Bereich, denn hier soll ein Spielbereich für meinen Sohn, für meinen kleinen Sohn entstehen. Hier vorne wird ein Trampolin hinkommen. Hier soll ein Klettergerüst hinkommen und für dieses Klettergerüst möchte ich so gut wie gar nichts bezahlen. Doch wie komme ich denn dann an dieses Holz? Bevor ich mir genau diese Gedanken gemacht habe, habe ich mir diese gesamte Fläche erst einmal ausgemessen und habe dann angefangen zu zeichnen. Ich habe das mal versucht, in einem Maßstab von 1 zu 50 zu zeichnen, und zwar genau das, was ich persönlich als Kind ganz cool gefunden hätte. Das habe ich auch gemacht, wie gesagt, im Maßstab 1 zu 50. Das reicht aus, habe das Ganze dann bemaßt, wie groß das ist, welche Abmessungen das Ganze hat, und habe dann geguckt, was habe ich an Holz und was brauche ich an Holz. Und das, was ich dann brauche, wo bekomme ich das her? Ein Klettergerüst gab es schon. Es gab diesen kleinen Turm, der hier steht. Das ist das Dach davon. Das habe ich selber, ich glaube, vor 2 Jahren mal gebaut. Und daran kommt eigentlich noch ein Balken mit einer Schaukel. Das Ding ist selber schon gebraucht gewesen. Ich habe das dann einmal abgeschliffen, ein bisschen überarbeitet und neu gestrichen. Es reicht aber nicht aus, denn das ist nur ein Teil dieser ganzen Planung. Ein bisschen Holz ist übergeblieben, nachdem ich meine Gartenhütte abgerissen habe. Das ist dieses Imprägnierte, dieses Grüne hier vorne. Und ein bisschen Holz ist übrig geblieben aus dem Hausprojekt meines Bruders. Denn da haben in einem Anbau Holzbohlen im Boden gelegen, die ich mir ebenfalls noch unter den Nagel gerissen habe. Das sind diese hier. Die kann ich also auch einplanen. Ja, und dann habe ich halt noch bei eBay Kleinanzeigen geguckt, und unter der Rubrik zu verschenken habe ich dieses Holz jetzt hier noch gefunden. Das stammt ebenfalls aus einer Kernsanierung eines Hauses. Wie alt die sind, weiß ich nicht. Man hatte mir so gesagt, maximal 6, 7 Jahre alt. Aber auch das ist trockenes Holz. Da ist nichts dran. Der ein oder andere Balken ist natürlich nicht mehr ganz so schön. Aber den können wir natürlich noch überarbeiten. Und dann liegen hier halt noch ein paar Buntdachlatten rum. Das sind welche, die ich selber noch in der Garage liegen hatte. Ich glaube, das sind 5 oder 6 Bunt. Da habe ich mir immer gedacht, ach, die bewahrst du dir lieber mal auf. Wer weiß, wofür du die noch brauchst. Und hier liegen halt noch so ein paar Abschnitte rum. Ja, Leute, die mir schon länger folgen oder die meinem Kanal schon länger folgen, wissen, dass ich gerne viel mit Holz arbeite. Und immer wenn dann solche dicken Stücke dabei sind, die habe ich mir dann gerne schon mal auf Halde gelegt. Ich hatte also meine Vorstellung im Kopf. Ich habe jetzt Holz. Effektiv bezahlt für das Holz habe ich jetzt nichts. Ich habe ein Klettergerüst, welches bereits existiert, was ich damit einbeziehen möchte. Und habe mit diesem Gedanken und diesem Wissen dann nochmal auf meinen Plan geschaut und habe meinen Plan so angepasst, dass ich nun anfangen kann. Naja, und wenn ihr mit Altholz arbeitet, dann müsst ihr da immer ein bisschen vorsichtig sein, dass ihr euch da eure eigenen Maschinen, eure Sägeblätter zum Beispiel nicht kaputt macht. Denn wie ihr hier sehen könnt, hier guckt schon eine dicke Schraube raus. Die OSB-Platte, die hier unten an dem anderen Balken noch dran ist, die wird sicherlich auch geschraubt sein. Es können sich Nägel finden. Und um die leichter zu finden, habe ich mir mal hier so einen Pinpointer besorgt. Der Pinpointer ist so ein Metalldetektor für den Nahbereich. Damit gehe ich dann das Holz einmal ab. Und wenn ich da auf einen Nagel stoße, dann fängt er an zu piepen. Und ich weiß also, okay, hier muss irgendwo Metall drin sein. Und somit hin gehe ich die ganzen Balken, das ganze Holz jetzt einmal ab. Versuche also alles, was an Schrauben und Nägeln da ist, jetzt einmal zu entfernen. Und danach werde ich dann schon in den Zuschnitt übergehen. Die
Balken, die ich hier verwende, sind nicht die allerschönsten. Ich glaube, das habt ihr schon herausgehört oder gesehen. Teilweise sind die Balken sägerau, das heißt, sie sind nicht groß gehobelt oder geschliffen worden. Manche Balken, wie gesagt, dienten als Unterkonstruktion. Und deswegen gehe ich jetzt hin und schleife die Balken einmal grob ab. Ich möchte nicht, dass sich mein Sohn nachher irgendwie hier dran verletzt oder sich ein Splitter einfängt. Deswegen schleife ich die jetzt mit grobem Schleifpapier, in meinem Fall 80er Körnung, einmal grob ab, runde gleichzeitig die ganzen Kanten hier einmal ab, breche sie sozusagen, damit man das anfassen kann, ohne sich zu verletzen. Jetzt werde ich mich also daran machen, das Grundgerüst einmal zusammenzuschrauben. Die eine Seite habe ich schon geschraubt, die nutze ich jetzt einfach als Schablone. Da lege ich jetzt die zweite Seite, eher gesagt die Balken der zweiten Seite drauf und schraube auch die zusammen. Nutzen tue ich dazu 200er Schrauben, 8x200er. Warum oder wie komme ich da drauf? Die Balken, das sind jetzt 12er Balken und ja, ich nehme jetzt einfach 200er Schrauben. Man sagt ja eigentlich, dass Dreifache an Stärke, die man irgendwo ranschraubt, soll man als Schraube nehmen. Aber 36er Schrauben wüsste ich nicht, wo ich sie herkriege. Und ich gehe mal davon aus, 200er reichen auch. Vor allen Dingen setze ich immer zwei pro oder zwei auf jede Seite pro Balken. Das sollte also reichen. Streben kommen danach auch noch rein, aber das werdet ihr nachher sehen. Aber erstmal zur Information, ich nutze 8x200er Schrauben. Die bohre ich nicht vor. Die haben eine selbstschneidende Spitze, die kann ich also so einfach ins Holz reinjagen und das Ganze verschraube oder schraube ich dann mit dem Schlagbohrschrauber. Und dann war die Kamera plötzlich aus. Gestern Abend habe ich das Ganze nämlich einfach nur noch aufgerichtet und hier mit diesen Streben diese beiden Elemente miteinander verbunden und habe im Anschluss dann erst festgestellt, dass die Kamera überhaupt nicht mehr lief. Woran es gelegen hat, ich weiß es bis jetzt nicht. Ihr habt aber nicht ganz so viel verpasst, denn wie man das zusammenschraubt, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, nämlich auf die gleiche Art und Weise, wie ich die Elemente hier zusammengeschraubt habe, nämlich einfach mit zwei Schrauben, mit zwei 200er Schrauben, hier vorne durch den Balken, bis in diesen Balken, diese beiden Streben, damit habe ich das verbunden. Und jetzt steht das Grundgerüst. Dieses Grundgerüst habe ich dann noch auf die Markierung gestellt, die ich mir vorher mit so einem Kreidespray auf dem Boden angebracht hatte. Und was jetzt natürlich noch fehlt, ist, das Ganze zu befestigen. Wie mache ich das? Nun, es gibt diese Haaranker hier für den Boden, diese Balkenschuhe. Da werden die Balken hier reingesetzt und dieser Teil wird dann einbetoniert. Das werde ich auch machen. Ich habe das Ganze oder ich habe diese in zwei verschiedene Maßen, nämlich einmal 12 cm, um die breite Seite, also die 12 cm Seite einmal abzudecken. Sprich, für eine Seite werde ich die so verwenden, für die andere Seite werde ich das so oder werde ich die so einsetzen. Warum mache ich das? Einfach nur, damit die Kräfte gleichmäßig verteilt sind oder gleichmäßig aufgenommen werden und dann verteilt werden können. Mein Gedanke war dabei, wenn ich auf beiden Seiten den Anker so setze, dann habe ich die Kräfte in diese Richtung aufgefangen, aber nicht so gut in diese Richtung. Und deswegen werde ich das Ganze so versetzt machen. Jetzt findet man dazu ganz, ganz viele verschiedene Aussagen, wie man diese Betonschuhe oder diese Balkenschuhe setzt. Es gibt nämlich ganz viele Leute, die messen sich das im Vorfeld aus, setzen diese Dinger dann in den Beton, richten die also ganz genau aus und auf Höhe etc. Ich hatte jetzt aber so ein kleines bisschen Sorge, denn das Holz hier ist ja krumm und schief, eben weil es nicht mehr das allerneueste und allerschönste Holz ist. Es ist nicht abgerichtet, es war sägerau. Ich habe jetzt hier beim Zusammenschrauben schon gemerkt, ich glaube, das ist die richtige Wahl, die ich da gewählt habe. Nämlich, ich werde hingehen, ich habe mir gedacht, ich baue das erst zusammen,
schraube dann die Balkenschuhe ans Holz ran und dann werde ich das ganze Gerüst einmal in die jeweiligen Fundamente einlassen. Werde das ausrichten und lasse den Beton aushärten. Das richte ich dann so aus, dass das Klettergerüst gerade steht und nicht, dass diese Pinne hier gerade stehen. Denn es könnte natürlich sein, dass wenn diese Pinne gerade stehen, ich das hier hinterher reinsetze, das Holz aber schief ist, dadurch das ganze Klettergerüst nachher schief ist. Und um das zu umgehen, werde ich das in diesem Fall andersrum machen. Ihr findet, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube einmal nachschaut, findet ihr ganz, ganz viele verschiedene Varianten und die meisten sind halt immer die, dass diese Dinger hier zuallererst gesetzt werden und das Gerüst nachher reingesetzt wird. Ich mache es jetzt andersrum und werde euch natürlich daran teilhaben lassen, wie gut das funktioniert und ob das nachzumachen ist oder vielleicht besser doch nicht. Aber das ist jetzt so der nächste Schritt. Für die Fundamente hebe ich jetzt hier Löcher aus. Das Gerüst steht jetzt soweit. Werde jetzt Löcher ausheben. Die Löcher werde ich 80 cm tief machen. Dann werde ich noch eine 20 cm Schicht Kies da reinmachen, wegen der Frostschutz oder Frostsicherheit. Und den Rest werde ich dann mit Beton auffüllen. Sobald aber, wie gesagt, diese Schuhe dran sind. Und das sind jetzt so die nächsten Steps. Dabei könnt ihr jetzt gerne zugucken. Löcher ausheben, Kies einfüllen, Balkenschuhe anschrauben, ganzes Gerüst einmal auf die Löcher setzen, ausrichten, Beton einfüllen, warten. Das sieht jetzt wieder ein bisschen anders aus als gerade. Zuletzt waren es die Löcher, die ich gebuddelt habe. Jetzt steht das Gerüst in den Löchern und ihr seht, es liegt irgendwie auf Balken. Es sieht alles ganz komisch aus. Ich zeige es euch. Kommt mal ein bisschen näher. Was mir so ein bisschen schwer im Magen hing und mich auf jeden Fall stark ans Überlegen gebracht hat, war die Frage, wie machst du das mit diesen Haarankern, mit diesen Erdankern, diesen Balkenschuhen, die ihr hier sehen könnt. Denn ich hatte halt die große Sorge, das Holz ist krumm und schief. Ich habe es geschliffen, ich habe es aufs richtige Maß geschnitten, aber es wirft hier und da natürlich schon mal einen Bauch. Und meine große Frage war, wenn ich die Dinger so setze, wie man es in den einschlägigen Videos hier auf YouTube zum Beispiel sieht, dass ich diese Dinger erst setze, ausrichte mit einer Schnur, da gibt es ganz, ganz viele tolle verschiedene Wege, dass ich die Dinger erst setze und zum Schluss setze ich dann das Gerüst dann da rein, dann hatte ich die Befürchtung, dass ich nicht mehr auf die Maße komme, die ich mir vorstelle. Das bedeutet, ich hätte andersrum anfangen müssen. Ich hätte also erst die Anker gesetzt und hätte dann das Holz zugeschnitten und hätte es dann halt so geschnitten, wie es denn dann passt. Und dann wäre ich meiner Meinung nach vermutlich nicht auf das Endmaß gekommen, welches ich tatsächlich haben wollte. Also habe ich mir, wie gesagt, ich erkläre das ja schon mal, überlegt, ich mache es so, dass ich erst das Gerüst stelle, dann diese Balkenschuhe, diese Haaranker ransetze, das Ganze dann in die Löcher setze und dann erst ausrichte. Und das ist auch das, was ich gemacht habe. Ich habe hier eine Hilfslatte angeschraubt. Das ist eine Dachlatte. Die habe ich hier gut und kräftig mit dem Gerüst verschraubt und habe das Ganze dann hier auf diese Balken gesetzt und habe diese Balken wiederum unterfüttert. Unterfüttert in diesem Fall mit Pflasterstein und kleinen Holzbrettchen. Hier und da ist jetzt ein Keil drunter. Und habe das Ganze dann ins Wasser gesetzt. Ich habe darauf geachtet, dass die Abstände zu den Randsteinen hier hinter mir passen. Das ist das, was für mich ausschlaggebend ist. Und was noch ein bisschen knifflig ist, war die Brücke. Der alte Turm und der neue Turm soll durch eine Brücke miteinander verbunden werden, wo der kleine Mann dann einfach rüberlaufen kann zum nächsten Turm. Und wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr, dass der alte Turm bedeutend kleiner ist als der neue Turm. Die Brücke sollte 2 Meter lang sein. Das heißt, die Entfernung zwischen den Türmen muss auf jeden Fall an allen Stellen 2 Meter betragen. Und die beiden Türme sollten, oder die Mitte der jeweils beiden Türme, sollten sich tatsächlich genau gegenüberstehen. Das heißt, die Brücke geht von der Mitte aus 40 cm nach rechts und 40 cm nach links.
Und das Gleiche halt auch von der Turmmitte des neuen Turmes. Eine 80 cm breite Brücke, was wiederum zur Folge hat, dass die Abstände zum Randstein der einzelnen Türme unterschiedlich sind. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt oder schon sehen konntet, ist, das Ganze hier steht nicht im 90-Grad-Winkel. Also diese Seite des Gartens steht in einem ganz komischen Winkel zu der Seite hier hinter mir. Und es ist also kein wirklich rechtwinklig geschnittenes Grundstück. Das machte das Ganze ein bisschen knifflig und ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz konnte ich es auf diese Art und Weise, wie ich es euch gerade gezeigt habe, eigentlich ganz gut zueinander ausrichten. Das ganze Gerüst schwebt also jetzt hier in der Luft. Wenn man das so will, es liegt also auf diesem Behelfsbalken auf. Vor allen Dingen die H-Anker, die schweben in den Löchern jetzt in der Luft. Und die Löcher werden jetzt natürlich noch mit Beton gefüllt. In diesem Falle breche ich aber eine Regel. Es gibt nämlich eine Regel, wo sie geschrieben steht, weiß ich nicht. Aber man hat mir gesagt, macht die Fundamente 80 cm tief. 80 cm. Kommt mal ein bisschen näher, dann wisst ihr, was 80 cm sind. Dieses Loch hier ist jetzt 80 cm tief und unter dem H-Anker sind jetzt noch 38 cm Luft. Denn dieses Gesetz, von dem ich sprach, besagt, 80 cm tief, dann sollen da 10, manchmal 20 cm soll da Kies noch rein, zwecks Frostsicherheit, und dann soll das Ganze mit Beton aufgefüllt werden, nämlich ungefähr bis kurz unter dieses oder bis an diese Strebe, diese zweite Strebe hier von dem H-Anker. Das heißt, in Summe wären das jetzt bei mir, lasst mich mal eben schnell messen, ja, 67 cm Beton in einem Durchmesser des Loches von 70 cm. Natürlich kann man das Ganze, oder es muss nicht 70 cm breit sein, aber es ist einfach 70 cm breit geworden. Und man könnte jetzt ein 200er HT-Rohr oder so nehmen, aber das war mir irgendwie ein bisschen zu dünn. Und abgesehen davon hatte ich kein, wie nennt sich dieses Gerät, womit man Löcher buddeln kann. Jetzt kommentiert bitte nicht mit Spaten oder Schippe, sondern es gibt diesen Lochausheber wie so ein Scheren. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Damit könnte man das Ganze natürlich bedeutend schmaler machen. Aber egal, wo man guckt und liest, wenn man es richtig machen möchte, für so ein Gewicht, das Ding ist ja noch lange nicht fertig, da kommt ja noch ordentlich was oben drauf, für dieses Gewicht, wenn man sicher gehen möchte, dass das wirklich solide und fest steht, sollte man also ein möglichst großes Loch ausheben. Dieses Loch hier ist jetzt noch nicht fertig, weil, wie ihr sehen könnt, bin ich hier viel zu nah am Rand dran im Vergleich zu hier. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall noch ein bisschen was wegnehmen, damit der H-Anker nicht so an der Betonkante, Außenkante steht. Aber so ein tiefes Loch habe ich jetzt hier nicht überall gegraben. Denn sind wir mal ganz ehrlich, ich mache es ja nicht gewerblich im Auftrag für irgendjemanden, sondern ich mache es ja für mich hier privat. Und dieser Balken, dieser kleine Balken dieses Türmchens hier, der hat 7 cm. Mein Sohn wiegt 18 Kilo, wenn überhaupt 16 Kilo. Ich muss das Ding auch irgendwann nochmal wieder abbauen oder wegnehmen. Und dann habe ich da einen riesen Betonklotz drin, den kein Mensch mehr aus dem Boden bekommt. Das Ding steht, glaube ich, auch wenn es nur halb so groß und tief machen würde, würde das Ding bombenfest stehen. Was soll da passieren? Abgesehen davon kostet es natürlich auch eine ganze Stange Geld, wenn ihr den Beton, den ihr für diese Riesenlöcher benötigt, in Sackwaren, im Baumarkt oder manchmal auch im Fachhandel kauft. Was mich jetzt direkt zum nächsten Thema bringt. Nämlich zum Thema Beton. Welchen Beton verwende ich? Ich habe hier, als ich die Randsteine gesetzt habe, mir einen Betonmischer ausgeliehen und wäre jetzt theoretisch in der Lage, mir den Beton selber anzumischen. Aber wenn ich mir den Beton anmische und in die Löcher kippe, bei der Größe, ihr habt es ja gerade gesehen, und der Tiefe, das dauert natürlich ein bisschen, bis das so durchgehärtet ist, dass ich jetzt hier dran weiterarbeiten kann. Ich möchte aber, dass es jetzt ein bisschen vorangeht und dass das ein bisschen schneller geht. Und für diesen Fall, auch um solche Pfosten zu setzen, gibt es den sogenannten Ruckzuckbeton. Ruckzuckbeton härtet relativ schnell aus. Er härtet manchmal so schnell aus, dass ihr gar nicht hinterherkommt, diese Dinger richtig auszurichten. Randsteine zum Beispiel solltet ihr nicht mit Ruckzuckbeton ansetzen oder versuchen zu setzen, weil das Zeug einfach viel, viel zu schnell anzieht. Ruckzuckbeton kostet aber auch eine ganze Stange Geld.
Wenn ich jetzt also Ruckzuckbeton kaufen möchte, um diese Löcher zu füllen und in den Baumarkt fahre und mir dann mal anschaue, was kostet denn so ein 25-Kilo-Sack Ruckzuckbeton, dann stelle ich fest, dass die gut und gerne schon mal 10 bis 12, manchmal sogar etwas mehr Euro kosten. Und bei dem Gedanken daran, wie viel Sack ich denn hier überhaupt brauche, wird mir ein bisschen schwindelig. Deswegen bringt es mich genau jetzt an diesem Punkt, an dem ich mal überlegen würde, lohnt es sich immer im Baumarkt zu kaufen oder ist vielleicht in diesem Fall sogar der Fachhandel ein bisschen günstiger? In diesem Fall war der Fachhandel bedeutend günstiger. Wie gesagt, im Baumarkt so zwischen 10 und 12, ich habe auch schon mal 13,50 gesehen für so einen Sack, 25 Kilo Sack. Und jetzt war ich im Fachhandel und habe für diesen Sack etwas mehr als 8 Euro bezahlt. Für die Kohle, wenn ihr das dann halt mal hochrechnet, ich habe jetzt hier 30 Sack, da spart man schon wirklich eine Menge Geld. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall der Schritt in den Fachhandel. Und ich kann euch nur empfehlen, holt euch verschiedene Angebote ein, gerade wenn ihr solche größeren Mengen habt, vergleicht die Preise. Und im Fachhandel können halt auch Privatpersonen einkaufen. Es ist jetzt nicht so, dass ihr Unternehmer sein müsst, um da einkaufen zu dürfen. In diesem Falle war ich bei Bauen und Leben. Bauen und Leben habe ich hier am Ort und ja, das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Was braucht ihr jetzt also dazu? Ihr braucht den Ruckzuckbeton. Da kommt kein Kies, kein Sand, kein gar nichts mehr zu. Der wird jetzt trocken, wie er ist, da in das Loch gekippt. Dann gebe ich gleich ein bisschen Wasser dazu. Ihr braucht noch einen Stock oder irgendwas, um das so ein bisschen umzurühren, so ein bisschen zu vermengen und gleich dann noch so ein bisschen zu stampfen, zu verdichten. Ihr solltet, wenn ihr mit Beton arbeitet, grundsätzlich immer Handschuhe tragen. Beton ist so nicht ganz so gut für die Haut. Man sagt, wenn man das regelmäßig macht und bla bla, dann kann das zu Ekzemen führen. Also tragt auf jeden Fall immer Handschuhe, ist besser. Wir sind jetzt schon wieder ein paar Tage weiter. Es hat sich auch ein kleines bisschen was geändert. Nämlich das Boot. Ihr seht, hier steht ein Segelboot, ein altes Segelboot, schon am Klettergerüst. Das ist Teil dieses ganzen Spielplatzes, den ich hier baue. Ihr werdet das jetzt immer wieder sehen. Ich musste das jetzt schon abholen, wo das herkommt etc. Das erfahrt ihr auf meiner Instagram-Seite, wo ich an dieser Stelle auch gerne noch mal ein bisschen Werbung für machen möchte, wenn ihr nämlich ein bisschen mehr hinter die Kulissen gucken möchtet und vorab schon mal ein bisschen mehr Informationen bekommen möchtet zu den jeweils laufenden Projekten, dann besucht mich gerne auf meiner Instagram-Seite, denn da findet ihr alles rundum selbstgemacht. Aber wie, nun bekommt schon mal vorab so ein paar Einblicke in die jeweiligen Projekte. Die Betonfundamente sind mittlerweile ausgehärtet. Es sind, wie gesagt, schon ein paar Tage vergangen. Das liegt daran, dass dieses Projekt so ein bisschen nebenher läuft. Ich gestalte im Moment den gesamten Garten um, musste jetzt noch zwei Terrassenpflastern, Randsteine setzen, weiter ausheben und. Und deswegen kann ich nicht immer durchgehend an diesem Projekt arbeiten. Aber jetzt werde ich auf jeden Fall, was das angeht, in den Endspurt gehen. Und zum Ruckzuckbeton noch ein Ton. Das habe ich vormittags gemacht und abends hätte ich diese Hilfsstützen vom Klettergerüst schon abnehmen können. Das Zeug, ich sag's mal ganz unprofessionell, ist wie der Sekundenkleber unter den Betonen. Das wird einem auf der Kelle hart, wenn man nicht aufpasst. Es geht wirklich sehr schnell. Randsteine würde ich damit auf gar keinen Fall setzen, sondern es wirklich dabei belassen bei statischen Dingen, wenn ihr also ein Schild aufstellt oder so oder wie hier das Gerüst. Das geht. Ich hätte es abends schon abmachen können. Ich habe es einen Tag lang noch dran gelassen, einfach weil ich die Erfahrung damit noch nicht habe, habe ich es dann einen Tag dran gelassen. Jetzt steht das Ganze wirklich bombenfest. Ihr habt gesehen, wie groß die Fundamente sind. Ihr werdet, wenn ihr es regelmäßig oder selber schon mal gemacht habt, auch wissen, dass das etwas überdimensioniert ist, aber sicher ist sicher. Im Weiteren geht es sich jetzt an die Verbindung zwischen altem Turm und neuem Turm. Da soll nämlich eine kleine Brücke entstehen, damit der kleine Mann nachher von Turm zu Turm laufen kann. Ihr könnt sehen, einen Balken habe ich hier schon eingesetzt. Das sind genau, ziemlich genau 2 Meter und habe diesen Balken hier von der anderen Seite
jeweils verschraubt. Hier habe ich noch ein Verstärkungsholz rangesetzt, damit ich diesen Balken also auch einigermaßen bündig heransetzen kann. Und damit werde ich jetzt weitermachen, werde also jetzt das zweite Brückenelement hier reinsetzen. Danach kommt noch das Geländer oben dran, denn das soll auch auf gleiche Höhe durchgehen. Dann werde ich diesen Balken hier oben noch etwas kappen, damit man hier auch reinlaufen kann. Und ihr könnt jetzt ein bisschen dabei zuschauen, wie ich das Ganze weiter verkleide, bevor es danach dann an den Boden geht. Ich habe mir natürlich einen Plan gemacht, wie es aussehen soll, habe mir den Plan auch bemaßt, habe auch geguckt, ob ich genug Holz dafür habe, aber zwischendurch ereilen einen ja immer wieder neue Ideen und da muss man dann natürlich auch ganz gut gucken, kann man das mit dem Holz, welches einem zur Verfügung steht, überhaupt umsetzen. Was ich jetzt machen möchte, ist das obere Geländer. Ich möchte also, dass das Geländer in 70 cm Höhe einmal durchläuft. Dafür habe ich jetzt hier noch ein paar kleine Balken. Ich säge das Ganze übrigens jetzt in diesem Fall mit der Handkreissäge. Man kann es natürlich auch mit der Kappsäge machen. Er gesagt, ist das eine Handtauchkreissäge. Aber das Ding hat eine größere Schnitttiefe. Also der TS75, damit komme ich halt ja 7,5 cm tief. Das schafft die KS60, die Tauchkreissäge, nicht. Die kann nämlich nur 60 cm. Und deswegen mache ich das hier mit der Handtauchkreissäge. Und es geht vor allen Dingen ein bisschen schneller, gerade bei so langen Balken, die dann halt irgendwie auf die Kappsäge zu wuchten, beziehungsweise das Ganze dann auch noch in Waage zu bringen, dass es also gerade auf dem Schnitttisch liegt. Und deswegen mache ich das in diesem Fall mit der Handtauchkreissäge. Ihr müsst euch bitte nicht an meinen Maschinen orientieren. Das heißt nicht, dass das nur mit diesen Maschinen geht. Es können andere Marken sein. Es kann günstiger, teurer sein. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich werde auch nicht von Festool gesponsert. Sodass ihr jetzt irgendwie meinen müsst, ich benutze diese Geräte jetzt nur irgendwie, weil ich es muss oder so. Das ist nicht so. Brücke, zumindest das Grundgestell der Brücke ist nun fertig. Ich habe die Streben oben an beiden Seiten jetzt rausgeschnitten, sodass man dann später auch durchlaufen kann. Ihr habt gesehen, dass ich zwischendurch immer wieder solche Hilfsleisten angebracht habe, damit die Maße eingehalten werden und nichts irgendwie sich verzieht oder ich halt alles gerade bauen kann und es dementsprechend gestützt wird. Das Grundgerüst ist dann jetzt somit fertig. Im nächsten Step werde ich mich jetzt daran begeben, hier den Bodenbelag drauf zu bringen, einmal hier auf der Brücke und hier vorne in diesem größeren neuen Turm. Da werde ich jetzt noch Streben einfügen in regelmäßigen Abstand, damit diese Fläche eben nicht so groß ist und die Belastung, die Last nachher besser verteilt wird. Und dann, wie gesagt, werde ich hier den Bodenbelag aufbringen. Das ist jetzt so der nächste Step. Ihr werdet jetzt wieder einen kleinen Sprung sehen. Das liegt daran, dass es hier unfassbar heiß ist. Das sind gerade so die heißesten Tage des Jahres. Wir haben gerade 37 Grad und ich weiß nicht, ob man es mir ansieht, aber ich tue mich wirklich sehr, sehr schwer. Muss immer wieder Pause machen und das werde ich auch jetzt machen, denn jetzt haben wir es bei mir hier gerade 15 Uhr und der Planet knallt so richtig. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen Pause machen, warten, bis das etwas kühler ist und dann werdet ihr sehen, wie ich den Bodenbelag hier reinbringe. Für euch ist es aber nur ein Wimpernschlag. So, ich habe mir jetzt auch diese Bohlen gekauft. Das ist auch Fichte. Die sind 2,5 cm stark. Die habe ich dazu gekauft. Ich hatte also nichts
adäquat ist, um diesen Bodenbelag jetzt hier zu bauen. Bin deswegen zu meinem Fachhandel gefahren und habe mir da diese Bohlen gekauft. Die waren mal 4,80 Meter lang. Die habe ich mir vor Ort dann teilen lassen in grob die Stücke, die ich so brauche, und schneide mir die jetzt hier passend an der Kappsäge und dann schraube ich die hier drauf. Inzwischen sind diese zwei weitere Balken hier auf der Fläche verschraubt. Die sind relativ, hier ist einer, hier hinten ist einer. Also ich habe hier drei gleich große Felder gebildet, damit ich diese Dielen also jetzt nicht nur auf den Rändern verschrauben kann, sondern auch in der Mitte und sich die Last ein bisschen besser verteilt. Die schneide ich jetzt mit der Kappsäge zu und dann verlege ich den Boden hier einmal durchgehend, immer mit einem Zollstock breit oder einer Zollstockbreite an Abstand zwischen den Dielen. Das mache ich, damit der Sand, der sich hier oben drauf dann später sammelt, einfach durch diese Rillen wieder runterfallen kann und man das Ganze jetzt hier nicht wirklich fegen muss oder so. Der Bodenbelag ist obendrauf. Was ich jetzt im nächsten Step machen werde, ist, dass ich das Häuschen auf den großen Turm baue. Ich glaube, eingangs habe ich schon mal gesagt, auf diesem großen Turm, diesen neuen Turm, den ihr gesehen habt, da soll jetzt noch ein kleines Häuschen drauf. Ziemlich mittig, sodass dann rund um dieses Häuschen noch so eine kleine Veranda ist, wo der Kleine dann rumlaufen kann. Der findet unsere Nachbarin, eine ältere Lady, die findet er ganz toll, und dann stand er schon vorher immer auf seinem alten Turm und hat dann immer gewunken, und das kann er dann jetzt nach wie vor weiterhin machen. Gebaut habe ich das Ganze aus diesen Balken, 8x8 cm, die lagen vorher unter meinem alten Gartenhaus. Die sind imprägniert und ich habe die jetzt trotzdem einmal abgeschliffen. Die waren, wie gesagt, sägerau und wurden dann imprägniert. Die habe ich jetzt einmal mit 80er Papier abgeschliffen und habe die schon mal zugeschnitten auf das Maß, welches ich brauche. Und werde dann jetzt den Rahmen oder die Rahmenteile, die Wände hier am Boden zusammenbauen. Setze dann die einzelnen Wände oben drauf, verschraube die dann oben auf dem Klettergerüst. Denn das Ganze würde dann wieder ein Gewicht bekommen, das kriege ich dann halt nicht hoch. Das werde ich jetzt machen. Ich werde das Ganze jetzt genauso wie alles andere auch schrauben. In diesem Fall mit 160er Schrauben. Schraube mir diese Wände zusammen und dann baue ich das oben auf dem Grundgestell auf. Wie ihr sehen könnt, habe nicht nur ich andere Klamotten an, es ist natürlich auch wieder ein anderer Tag. Was passiert ist, ihr habt das soeben noch gesehen in den Aufnahmen, das Grundgestell des Häuschens ist jetzt soweit fertig. Ich habe jetzt hier noch Verstärkungsbalken links und rechts reingesetzt, welche dann hier in der Mitte die kleine Tür abbilden sollen, durch die mein Sohn dann reinmarschieren kann. Und jetzt möchte ich das Ganze verkleiden. Ich habe noch jede Menge Dachlatten da vorne rumliegen. Ich glaube, es sind 6 bunt. Und aus diesen Dachlatten möchte ich jetzt die Verkleidung machen. Werde die Dachlatten erst zuschneiden und werde dann noch eine Phase anfräsen. Das mache ich, damit das sich nicht wehtut. Das mache ich mit der Oberfräse, die bei mir in meinem Arbeitstisch eingelassen ist. Das werdet ihr gleich sehen. Und setze die dann immer wieder mit einem gewissen Maß, ich weiß noch nicht, wie viel es ist, wahrscheinlich so 1,5 cm, setze ich die dann versetzt hier einfach nach oben. Ganz oben werde ich ein Stück freilassen. Der obere Balken, ich weiß gar nicht, ob ihr es gerade sehen könnt, aber von hier bis oben zum Beginn des Daches werde ich dann ein bisschen Luft lassen. Zumindest habe ich mir das so gedacht, ob ich es wirklich so mache, das werden wir dann ganz am Ende erst sehen. Da dachte ich mir dann, da kann noch so ein bisschen Luft reinziehen. Jedenfalls kann er, wenn er größer ist, dann irgendwann oben rausgucken, mal schauen. Das ist das, was ich jetzt machen werde, bevor ich dann im Anschluss anfangen werde, in gleicher Art und Weise das Geländer zu bauen. Aber das ist dann erst der nächste Step. Fangen wir jetzt also an,
mit der Verkleidung des Häuschens. Ich habe mich gerade umentschieden, ich werde hier keine Faser anfräsen, sondern ich werde das ganz einfach anschleifen. Ich habe mir gedacht, die meisten Leute oder viele Leute, die mir zugucken, die haben eben keine Oberfräse und deswegen werde ich das Ganze jetzt anschleifen. Geht eigentlich genauso schnell. Der Hintergedanke ist auch noch zusätzlich, das sind halt Dachlatten. Die sind nicht geschliffen oder ähnliches. Das bedeutet, jeder, der das kennt oder der schon mal Dachlatten in der Hand hat, weiß, dass man sich da auch schnell einen Splitter holt. Bedeutet, ich müsste wahrscheinlich sowieso einmal drüber schleifen. Und deswegen werde ich das gleich von vornherein einfach mit der Schleifmaschine machen. Die erste Leiste habe ich angeschraubt, die ist gerade, das habe ich gerade schon geguckt. Und bei der jeden weiteren Leiste achte ich jetzt darauf, dann nehme ich einfach hier so einen Zollstock, einen Gliedermaßstab, lege ich mir den links und rechts runter, das sind 1,5 Zentimeter. Und die 1,5 Zentimeter lasse ich Luft zwischen den Leisten. Obendrauf kommt dann immer zur Kontrolle noch einmal die Wasserwaage. So Dachlatten sind eigentlich ja nicht dafür gedacht, da irgendwie Möbel oder irgendwas besonders Schönes draus zu bauen. Deswegen kontrolliere ich das zwischendurch nochmal mit der Wasserwaage. Falls so eine Dachlatte oder so ein Stück mal ein bisschen krumm ist, kann ich das dann halt noch so minimal ausgleichen. Und dann schraube ich das fest. Mit kleinen, dünnen Schräubchen, also lang genug natürlich, um die Dachlatte zu befestigen. Und nehme da auf jeden Fall keine richtig langen Oschis, sondern so, dass es halt gut hält. Die müssen nicht viel Gewicht aushalten. Das Häuschen ist nun verkleidet. Ich habe hier, wie ihr gesehen habt, einfach die Dachlatten ein wenig angeschliffen und aufs richtige Maß geschnitten und dann da angeschraubt. So kann Luft durchziehen. Der Bereich oben, letzte Lage Dachlatte bis jetzt hier oben an die Kante, der bleibt frei. Dieser Bereich, damit eben weiter Luft durchziehen kann, der Kleine später oben drüber gucken kann. Und irgendwie fand ich es einfach schick. Und ganz oben kommt jetzt das Dach drauf. Ich habe mich natürlich gefragt, welche Dachart wähle ich überhaupt? In meinem Fall wähle ich ein Pultdach. Ich werde das sicherlich nicht so machen, wie es der Dachdecker machen würde und in absoluter Perfektion, sondern ich mache es mir jetzt relativ einfach. Als Eindeckung nehme ich die Nut- und Federbrettchen vom alten Dach, des alten Turmes. Werdet ihr gleich sehen, das werde ich anschleifen und werde es dann da oben raufpacken. Und jetzt werde ich mir erstmal versuchen, eine Konstruktion zu bauen, damit das Ganze auch wirklich hält. Ich habe jetzt also die ganze Zeit überlegt, wie mache ich das am besten? Mache ich hier irgendwie, spare ich hier was aus, setze das hier drauf, also eine traditionelle Verbindung. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, vor allen Dingen, weil auch so ein bisschen die Zeit drückt, machst es einfach. Geht also hin, setzt die Dinge außen dran, immer an den höchsten Punkt des jeweiligen Balkens. Das wäre ungefähr so. Ich nehme jetzt mal eben zur Hilfe hier so eine Klemmzwinge und klemme das hier ganz provisorisch fest, um es dann ein bisschen besser ausrichten zu können. Man wird es halt nachher nicht mehr wirklich sehen. Und ich habe mir einfach gedacht, ey, es ist ein Klettergerüst und jetzt kein schönes Gartenhaus oder irgendeine Überdachung oder so, wo man vielleicht Wert drauf legen könnte, sollte, wie auch immer. Deswegen mache ich es einfach so.
gucke, dass ich den gleichen Abstand, nämlich 15 cm, habe auf beiden Seiten, denn das soll so einen kleinen Dachüberstand haben. Ist noch ein kleines bisschen rüber. So sitzt es ganz gut und jetzt schraube ich das einfach fest. Es wirken keine großen Kräfte da oben drauf. Also es wird keinen Schneelast geben oder so. Verzeiht mir, dass ich darauf keine Rücksicht nehme bei diesem kleinen Häuschen hier. Es schneit hier nicht, es friert hier nicht sonderlich hart. Ich schraube das jetzt fest und darüber gelegt werden dann einfach nur ein Federbrettchen, nämlich die alten vom alten Dach. Während gerade da vorne fleißig geschliffen wird und meine Frau das Ganze jetzt gerade schon grundiert, werde ich mich jetzt daran machen, die Streben, die einzelnen Dachlatten ans Geländer zu schrauben. Das Ganze mache ich immer in einem gewissen Abstand. Den Abstand habe ich mir ausgedacht. Ich nehme einfach eine Wasserwagenbreite. Es gibt da für Klettergerüste schon Vorschriften für den öffentlichen Bereich. Natürlich sollte kein Kinderfuß oder Bein und vor allen Dingen nicht der Kopf durchpassen. Ich achte jetzt einfach darauf, dass es immer denselben Abstand hat. Der ist jetzt in meinem Fall so gering, dass mein Sohnemann da nicht durchpasst, der Kopf nicht da durchpasst, man ihn aber immer noch sehen kann. Und deswegen nehme ich jetzt der Einfachheit halber einfach eine Wasserwagenbreite. Ganz hinten im Hintergrund könnt ihr jetzt sehen, habe ich noch vier Streben angesetzt. Da werde ich dann im Anschluss nochmal ein Dach drauf bauen, genauso wie das hier bei dem neueren Turm jetzt der Fall ist. Da kommt oben also nochmal ein Dach drauf und werde mich, wie gesagt, jetzt daran machen, einmal die ganzen Streben fürs Geländer anzuwahren. Ich bin schon ganz verwirrt. Also, los geht's. Ich für mich habe auf jeden Fall mein Tagesziel erreicht. Das Geländer ist jetzt überall dran, auf der anderen Seite auch. Das könnt ihr wahrscheinlich gerade ein bisschen schwer sehen. Das Dach ist oben drauf. Das zweite Dach für das alte Häuschen ist vorbereitet und die Schaukelstange steht jetzt einfach nur so da. Die ist jetzt nicht befestigt oder irgendwas. Die habe ich jetzt eben nur rangestellt, um mal zu schauen, wo muss ich denn jetzt noch Fundamente setzen für die beiden Beine des Auslegers. Das ist also das, was ich im nächsten Step machen werde. Das Dach da oben einmal drauf und dran machen und dann, wie gesagt, die beiden Pumpfundamente für den Schaukelausleger. Jetzt ist für mich der Tag vorbei. Heute war Samstag, morgen ist Sonntag, da wird nicht sehr viel laufen. Das heißt, wir sehen uns Montag wieder. Für euch ist es nur ein Wimpernschlag. Was für euch nur ein Wimpernschlag gewesen ist, waren für mich jetzt wieder mehrere Tage. Und in dieser Zeit ist ein bisschen was passiert. Denn wenn ihr genau hinguckt, steht ihr fest, hier ist noch ein Podest dazugekommen. Das Problem war, dass die Rutsche ursprünglich hier vorgesehen war und in diese Richtung verlaufen sollte. Ich habe meinen Sohn dann einmal testrutschen lassen und der ist dann eigentlich ganz ungehemmt in den Randstein gerutscht. Das war also ein bisschen eng da unten. Deswegen habe ich auf die gleiche Art und Weise, wie ich alles andere gebaut habe, noch schnell hier so ein kleines Podest rangebaut, sodass er dann jetzt hier in diese Richtung rutschen kann. Da ist ein bisschen mehr Platz. Ich habe das nicht mitgefilmt, weil das A recht spontan war, dass
ist grundsätzlich aber die gleiche Art und Weise, wie ich den Rest eben auch gebaut habe. Und ich glaube, das habt ihr bereits schon zu Genüge gesehen. Was hat sich noch getan? Da oben das Dach ist drauf. Das habe ich vorher angekündigt. Und auch das Dach ist genauso gebaut worden wie das Dach des größeren, des ersten Häuschens. Mittlerweile ist auch der Schaukelarm hier dran. Der ist jetzt inzwischen auch in Beton gesetzt. Auch das habe ich so gemacht wie alle anderen Fundamente. Nur sind die Fundamente diesmal ein bisschen kleiner ausgefallen. Was ich jetzt im nächsten Step noch machen möchte, ist eine Treppe zu bauen, damit der Zwerg auch irgendwie da hochkommt. Und wenn ihr genau geguckt habt, dann seht ihr, da ist schon ein bisschen Farbe dran. Denn meine Frau, die ist parallel zu den ganzen Arbeiten immer wieder dran, das Ganze zu grundieren und zu streichen. Damit hat sie jetzt schon angefangen. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Kommen wir also zur Treppe. Kommt mal ein bisschen näher. Ich zeige euch, wie ich mir was vorgestellt habe. Wir sind also hier auf der Rückseite. Das Klettergerüst ist das hier, ist der alte Turm, sind also ganz außen hinten in der Ecke. Und hier habe ich mir jetzt ein kleines Podest gebaut. Das hat hier oben 50 x 50 cm und habe das jetzt hier einfach auf eine Höhe gesetzt, welche der Hälfte der Turmhöhe hier entspricht. Bis zur Ober- oder Oberkante Fußbodenmaß, Fußbodenfertigmaß oben. Das sind ja so 75 cm. Wie habe ich das jetzt so in den richtigen Abstand gesetzt? Ich habe mir das Ganze hier einmal ausgemessen, habe mir die Hälfte hier an einem Balken markiert, habe mir dann eine Wasserwaage hier rangespannt, das Ganze also in Waage gesetzt, das Maß auf die andere Seite übertragen und dann mit einer kleinen Wasserwaage, die da oben ist, mit einer kleinen Wasserwaage das Ganze dann hier auf dieses kleine Podest übertragen und habe das dann wiederum zu allen Seiten ins Wasser gesetzt. Das steht jetzt hier bereits im Beton, das habe ich soeben schon gemacht. Die Fundamente habe ich diesmal mit so einem kleinen Erdbohrer ausgehoben, der hier steht, so ein kleiner Erdhandbohrer. Das sind also recht kleine Fundamente, sind diesmal auch nur so Pinne, nicht diese Haaranker, wie ihr sie hier schon gesehen habt. Ganz einfach, das reicht aus, glaube ich. Und jetzt möchte ich also eine Treppe bauen. Vorher war hier einfach eine ziemlich effe Leiter dran. Das möchte ich dieses Mal ein kleines bisschen abändern. Es soll also so sein, dass er von hier eine kleine Leiter bis auf das Podest gehen kann und von dem Podest aus dann hier so aufs Klettergerüst, also einmal um die Ecke über dieses Podest nach oben. Ich habe natürlich geguckt und mir versucht, jede Menge Videos anzugucken, wie man eine Treppe baut. Und eine Treppe ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu bauen, wenn ich das da so richtig rausdeute. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mir da einfach gar keinen Plan zu, sondern ich versuche einfach, eine Treppe so zu bauen, wie ich meine, dass es richtig wäre. Vor allen Dingen für den kleinen Mann. Denn alle Treppen oder alles, was man zum Thema Treppenbau findet, betrifft halt immer die richtige Treppe, ich sag mal, irgendwie im Haus. Eine Treppe im Haus mit Maßen für Erwachsene. Und zum Thema Kindertreppe oder Leiter habe ich einfach nichts gefunden und werde deswegen das Ganze einfach mal ein wenig frei raus versuchen zu bauen, angepasst auf meinen Sohn, der wie gesagt jetzt 3 Jahre alt ist und eben noch nicht so große, hohe Schritte machen kann. Ein Geländer soll es geben, damit er da nicht raus oder runter fällt oder wenn er mal fällt, dass er hier hinten nicht runterfällt, sondern dann davon im Geländer aufgehalten wird. Anfangen möchte ich jetzt mit der oberen Leiter, ich nenne sie jetzt Leiter, mit der oberen Leiter und versuche da links und rechts diese Wangen für herzustellen. Und wie mache ich das? Ich muss natürlich zuallererst gucken, was ich überhaupt noch an Holz zur Verfügung habe. Und hier ist noch ein Stückchen, das hat jetzt 16 x 6 cm und ich glaube, da kann ich was draus bauen. Das soll dann also, ich sag mal ganz übertrieben gesagt, so ungefähr hier stehen. Sagen wir mal so. Es ist also mehr Leiter als Treppe, also relativ steil. Und all diejenigen von euch, die es beruflich machen, die also Treppen bauen, Schreiner sind, Zimmerleute sind, die werden jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie ich das baue. Aber nochmal, ich bin Hobbyist, ich habe keinen handwerklichen Hintergrund oder so. Also werde ich jetzt versuchen, das Ganze Schritt für Schritt irgendwie hinzukriegen, dass ich diesen Winkel hier oben übernehme, das also ausspare, das Ganze hier unten plan drauf bekomme und da werde ich jetzt mal schauen, wie ich das mache.
die Stufen schon drin. Die Treppe ist zwar noch nicht fertig, aber ihr habt vielleicht gesehen, in den Aufnahmen, die ihr gerade gesehen habt, dass es immer wieder geregnet hat. Heute war ein total blöder Tag. Es hat nämlich gefühlt alle 5 Minuten angefangen, richtig zu schütten. Ich musste immer alles komplett zurückbauen, Kamera abbauen, nach 5 oder 10 Minuten alles wieder zurückholen, weiterdrehen. Es war auf gut Deutsch einfach nur ätzend. Deswegen verzeiht mir bitte, wenn ich irgendwann einfach den Kanal voll hatte. Ich hatte es nachher einfach hier oben stehen und habe mir gedacht, du machst jetzt einfach weiter. Ich habe nach einem Regen weitergemacht, aber das ist eben kein Wetter für die Kamera und deswegen habe ich es nachher gelassen, die Kamera immer wieder aufzubauen. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Ich möchte euch aber erklären, wie ich diese Treppe gemacht habe. Die Bilder, die ihr so eben gesehen habt, die waren heute Vormittag. Ich war den ganzen Tag dran. Es ist jetzt 19.30 Uhr. Es war für mich einfach nur nervig, immer wieder die Kamera aufbauen, abbauen etc. Was habe ich gemacht? Ich habe die Stufen geschnitten aus einem ziemlich massiven Holz, nämlich aus einer Bohle, die ich da auch noch rumfliegen hatte, als 5,5 cm dick und habe mir gedacht, mein kleiner Sohn hat kurze Beine, kleine Füße, wälzte also einen anderen Abstand und eine andere Stufenhöhe, Tritthöhe der Fläche, so wie es bei Treppen sind oder ist, die wir Erwachsene nutzen. Habe mir nämlich gedacht, der Abstand zwischen Stufenunterseite und Stufenoberseite, der darunterliegenden Stufe, wälzte 9,1 cm. Ich habe auf jeder Fläche oder auf der Fläche dort 5 Stufen eingeplant und das ging so eigentlich ganz gut auf. Und die Entfernung zwischen den jeweiligen Kanten oder Vorderseiten der Stufen, der dritte, das sind bei mir 7,5 cm. Da habe ich gedacht, ich schaffe dadurch eine Kindertreppe und mein Sohn flitzt einfach rauf und runter. Jetzt ist er hier, deswegen sieht die Treppe auch schon so siffig aus, eben weil hier alles matschig ist durch den Regen. Der ist ja eben 2-3 Mal Probe gelaufen und ich habe festgestellt, dass der sich total schwer tut und total irritiert ist, diese kleine Treppe in diesem geringen Abstand zu laufen, weil selbst er halt schon die normalen Treppen gewohnt ist. Die Berechnung, die ich gemacht habe, war einfach folgende. Ich habe die Höhe genommen und habe sie durch die Anzahl der Stufe geteilt, die ich da einbauen möchte, um eben diesen geringen Abstand zu erreichen. Das waren bei mir 5 Stufen, 75 cm. Durch diese 5 Stufen minus die Gesamtdicke aller zur Verfügung stehenden Stufen. Daraus ergab sich dann halt dieser Abstand, diese 9,1 cm. Was ich in dieser Berechnung nicht bedacht habe, ist, dass die letzte Stufe hier unten hätte einfach nur einen hingemusst. Also habe vergessen, die noch mit einzuberechnen. Deswegen liegt die jetzt hier unten einfach aus. Es ist kein Glanzstück, es war einfach aus dem Bauch heraus gebaut und deswegen sehe ich das relativ entspannt. Es ist halt ein Klettergerüst. Natürlich würde ich mir sowas jetzt nicht in die Bude bauen. Die beiden Pfosten hier vorne, die sind noch dazu da, dass hier nachher noch der Handlauf drankommen kann. Will das Ganze also jetzt auch noch einmal komplett rundherum schließen, damit falls mal irgendjemand, entweder mein Sohn, ich hoffe nicht, oder irgendein anderes Kind, hier oben runterfällt, nicht gleich hier den Satz macht und komplett unten landet, wird hier also auch noch eine Brüstung gebaut. Und deswegen stehen die jetzt hier noch in 2 unterschiedlichen Längen. Die werde ich da also für nutzen, den Handlauf noch anzubauen. Jetzt, wie gesagt, ist es Freitagabend, ich werde jetzt aufhören und danach geht es mit dem Handlauf weiter. So, weiter geht es mit dem Geländer. Für das Geländer habe ich mir hier schon ein paar Stücke Restholz zurechtgeschnitten. Ich habe mich jetzt für eine Geländerhöhe von 55 cm entschieden. Wie ich da drauf komme, das ist einfach das Untermaß des oberen Geländers. Und ich glaube, dann geht das noch einigermaßen. Das sollte hier ausreichen. Wenn ich das hier so ranhalte, könnt ihr sehen, das ist hier meiner Meinung nach ausreichend hoch. Ich werde jetzt erstmal noch 3 weitere Pfosten hier anschrauben. Einmal hier auf der anderen Seite und da vorne in der Ecke. Und dann werde ich diese beiden vorderen Balken einkürzen und dann einen Handlauf anbringen.
Platte ist fertig, Geländer ist fertig. Inzwischen ist es sogar teilweise schon gestrichen. Da war meine Frau schon fleißig, wie ihr hier im Hintergrund vielleicht so ein bisschen sehen könnt. Wir sind noch nicht komplett fertig mit dem Streichen. Auch das läuft immer einfach so nebenbei. Was ich dann jetzt noch gemacht habe, was aber eigentlich keiner großen Erklärung bedarf, ist, ich habe hier noch so eine Kletterschräge dran gebaut. Der ursprüngliche Gedanke war, eine Kletterwand zu machen. Das war mir für den Kleinen aber irgendwie noch zu gefährlich. Eine reine Schräge mit nur hier so einem Seil, an der er sich hochziehen kann, das hat er irgendwie nicht so richtig hingekriegt, eben weil er noch zu klein ist, die Körperspannung zu halten, und habe das beides dann einfach miteinander kombiniert und habe dann auf diese Schräge hier diese Klettergriffe dran gemacht. Die habe ich aus dem Baumarkt. Genau die Griffe, wenn ihr mögt, verlinke ich euch aber gerne unter diesem Video. Dann könnt ihr da schon mal nachschauen. Und die Platte an sich ist einfach eine 1,5 Zentimeter dicke Siebdruckplatte. Schon mir fiel das Wort nicht ein. Das war oder ist ein Teil des Untergrundes meiner ehemaligen Gartenhütte gewesen. Da war die verbaut. Die habe ich mir aufgehoben, zurechtgeschnitten und hier einfach reingesetzt. Hier unten ist das Ganze ebenfalls wieder in Beton gesetzt. Das ist hier auf einen Balken geschraubt, dessen Füße hier mit Ankern im Boden einbetoniert sind, damit das auch möglichst stabil ist. Und oben ist das dann ebenfalls verschraubt. Das ist etwas, das entspricht der gleichen Bauweise, wie ich alles andere gebaut habe. Und das war so eine Hauruck-Aktion, so kurz nach Feierabend. Ja, somit ist das Klettergerüst fertig, zumindest für den Moment. Denn wenn ihr sagt, ey, ich möchte eigentlich sehen, wie es richtig final aussieht, dann müsst ihr mir bei Instagram folgen, denn da erfahrt ihr in den ganzen Stories und Reels, wie sich dieses Klettergerüst entwickelt. Da kommt hier mal was dran, da kommt da mal was dran. Da wird auch genau erklärt, wie ich diese Schräge hier angebracht habe. Da könnt ihr schon vorab schon mal Einblicke bekommen, immer wieder Ausschnitte in diese einzelnen großen Videoprojekte, die ich hier bei YouTube veröffentliche. Wenn ihr das also weiter verfolgen möchtet und genau wissen wollt, wie das Ganze dann zum Schluss wirklich aussieht, dann folgt mir einfach auf meiner Instagram-Seite. Zu einem guten Klettergerüst und natürlich zu einem guten Spielplatz gehört natürlich noch ein Untergrund. Ein Untergrund, der nicht zu hart ist, wenn man mal von so einer Kletterwand abrutscht oder von der Schaukel runterfällt. Das heißt, wir müssen hier den Kies irgendwie austauschen bzw. die ganze Fläche einmal auffüllen. Und das mache ich in diesem Fall jetzt mit Sand. Jetzt füllen wir hier Sand ein. Ich habe draußen einen Container stehen. Da sind 10 Kubikmeter Sand drin und den werden wir jetzt hier bei diesen Temperaturen, wir haben es nämlich schon wieder über 35 Grad, werden wir den jetzt hier mit der Schubkarre reinfahren und dann entspannt sich dieses Projekt erstmal, dann kann der Kleine nämlich richtig losspielen. Es werden aber noch ein paar Anbauteile an dieses Klettergerüst rankommen, also zum Beispiel ein Seilzug, an dem er sich den Sand nach oben aufs Klettergerüst ziehen kann. Dann gibt es eine Sandrutsche, bestehend aus Rohren, die er selber verstellen kann, wo der Sand dann durchfließen kann. Es wird noch ein Hangelseil geben, an dem er dann rumhangeln und klettern kann. Es wird also noch jede Menge kommen, was das ganze Video aber viel zu lang machen würde, wenn ich das jetzt hier noch weiter mit reinpacken würde. Denn wenn ihr bis hierhin mitgeschaut habt, dann stellt ihr fest, wir sind schon bei knapp einer Stunde und es soll ja nicht unnötig länger werden. Also folgt mir gerne auf meiner Instagram-Seite, da erfahrt ihr dann alles on Detail. Jetzt geht sich an den Sand und ich hoffe, euch hat dieses Video bis hierhin gefallen. Wenn ihr jetzt noch da seid, dann bleibt noch gerne dran, denn nachher gibt es dann noch was zu den Kosten. Los geht's mit dem Sand. Schon sind 10 Kubikmeter Sand hier in diesem Sandkasten. Wie komme ich auf diese 10 Kubikmeter? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich habe es mal grob überschlagen. Laut meinen Berechnungen
hätten hier 14 Kubikmeter reingepasst, dann wäre das aber Oberkante Randstein gewesen. Und ich habe einfach mit 10 Kubikmetern angefangen, um mal zu schauen, wie es denn dann aussieht. Und es sieht wirklich gut aus. Ich habe jetzt also noch so einen Spalt oder so bis zur Oberkante Randstein über und das reicht vollkommen aus. Es waren jetzt 5,5 Stunden Arbeit. Ich wollte euch jetzt nicht jede Menge Einstellungen zeigen, immer wieder vom gleichen Vorgang mit der Schubkarre hier rein. Wir haben es mit 2 Leuten gemacht. 5,5 Stunden waren wir durch bei wirklich heißen Temperaturen. Aber jetzt ist so der Punkt gekommen, wo ich sage, jetzt kann man das Video eigentlich auch beenden, denn jetzt ist das Gröbste gelaufen. Doch was folgt jetzt noch? So kurz vorm Ende natürlich, wie immer noch die Frage, was hat das denn jetzt wirklich gekostet? Also das Klettergerüst, wie gesagt, das hatte ich schon, das haben wir geschenkt bekommen. Also diesen ersten Teil mit der Schaukel und diesem einen Turm. Das Ganze, die ganzen großen Querschnitte, die ihr sehen könnt, die jetzt hier dunkelblau eingefärbt sind, das Grundgerüst, das hat mich gar nichts gekostet. Das war alles Abfallholz. Genauso wie die Dachlatten, die ihr jetzt hier sehen könnt, die verbaut sind fürs Geländer und für das Häuschen oben, für die Verkleidung. Davon habe ich eigentlich nahezu alles noch in Restbeständen gehabt. Die habe ich natürlich irgendwann mal bezahlt, aber ja, auch das ist was, wofür ich jetzt aktuell nichts bezahlt habe. Wofür ich was bezahlt habe, ist der Bodenbelag, diese Bodendielen. Dafür hatte ich nicht genug Holz, die habe ich mir dazu gekauft und die haben in Summe knappe 200 Euro gekostet. Was ich dann jetzt noch mit einberechnen muss, ist natürlich die Farbe und diese Klettergriffe, die ihr hier seht, genauso wie das Seil, aber das waren 40 Euro in Summe oder so. Was jetzt hier noch dran kommt, was ihr jetzt in diesem Video nicht sehen werdet, ist, es wird noch einen Flaschenzug geben, wo er den Sand in so einem Eimer mit nach oben ziehen kann. Ich werde ihm noch so ein Rohrsystem hier anbauen, wo er den Sand reinkippen kann, der dann hier die Schlangenlinien runtergesaust kommt. Da vorne kommt noch die Matschecke hin, dazu habe ich im Video einmal die Wasserleitung gezogen, dann kann er hier auch noch so ein bisschen mit Wasser spielen. Es wird so einen kleinen Wasserlauf geben, den er sich selber immer wieder verändern kann. Das sind all solche Dinge, die werden jetzt noch kommen. Die werdet ihr, wie gesagt, auf meiner Instagram-Seite sehen können, denn ansonsten wäre der Zeitraum viel zu lang für dieses eine Video, denn der ist jetzt schon relativ lang gedauert, hat das Ganze jetzt in Summe knappe 4 Wochen, bis das Ding so ist. Ich muss aber dazu sagen, es ist immer nur nebenher gelaufen. Wenn man da wirklich intensiv rangeht und man hätte Urlaub, ich glaube, dann wäre man damit auch in einer Woche fertig. Aber solche Dinge wie das Anstreichen oder so, das hält schon sehr, sehr lange auf. Ich darf mich ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr mögt, abonniert gerne den Kanal und aktiviert das Glöckchen, so werdet ihr automatisch darüber benachrichtigt, sobald ein neues Video online kommt. Und davon werden jetzt noch jede Menge kommen. Eines hier in diesem Gartenprojekt ist der Bau des Gartenhauses in Eigenkonstruktion mit anschließender Terrassenüberdachung. Das wird ziemlich interessant ein sehr, sehr großes Projekt. Es wird auch ein Mehrteiler werden. Und es geht parallel natürlich noch auf der Baustelle meines Bruders weiter. Da werden wir uns natürlich auch noch ganz vielen Themen widmen und demnach werden da viele Videos bei uns kommen. Ich darf mich ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.